Sie ganz herzlich willkommen heißen hier zu unserer 7. Reborner Matinee, und die darf ich mit einer Meldung beginnen, die einen gewissen Sensationscharakter hat. Wir verteilen ja die Reborner Orchidee. Reborn ist die Gemeinde, in der die häufigsten Arten von Wildorchideen weit und breit vorkommen. Und dass wir das wissen, haben wir zu verdanken Herrn Martin aus Bad Sobernheim, den ich hier herzlich willkommen heiße. Und der Herr Martin hat mir ein Bild mitgebracht. Ich muss aber jetzt genau mir das angucken, was ich da notiert habe. Das ist die sogenannte Bienenrackwurz. Und diese Bienenrackwurz-Orchidee ist in Reborn gesichtet worden, und Herr Martin hält das schlichtweg für eine absolute Sensation. Vielen Dank für diese Information, und wir werden im nächsten Jahr andere Bilder sehen. Vielen Dank, Herr Martin. Und Matinee ist ja im Grunde genommen eine Veranstaltung am Morgen, mit musikalischen Beiträgen, mit einer musikalischen Umrahmung. Und ich hoffe, dass Sie auch heute gemerkt haben, dass wir weder Kosten noch Mühen gescheut haben, ja, diese Umrahmung Ihnen sehr unterhaltsam zu präsentieren. Denn wir haben die vier Leute aus Meisenheim engagiert. Oh. Eine musikalische Formation: Barbara Bickelmann, Ines Feigs, Eckhard Koppen und Michael Benner Bickelmann. So korrekt. Herzlichen Dank, dass ihr da seid. Wir haben uns vorgenommen, ja, ehrenamtliches Engagement auszuzeichnen. Die Matinee machen wir zum 7. Mal, den Ehrenpreis gibt es zum 6. Mal. Und bisher war das eigentlich in Reborn auch nicht schwierig, Ehrende zu finden. Und das ist ja gut so, das zeichnet uns auch aus. Und ich finde, uns zeichnet auch aus, dass es uns gelungen ist, unsere Kerbe in diesem Jahr 2017 in neuer Form die Vereine gemeinsam zu organisieren. Und ich denke, wer das Ergebnis kennt, wer die Besucherzahlen sich anschaut, der kann sagen, dass diese Reborner Kerbe in neuer Form ein Erfolg gewesen ist. Und ich muss sagen, da gab es auch ganz ausgetüftelte Systeme. Ich habe mir das mal angeguckt, wie die Verteilung ist, der Personaleinsatz. Und dann habe ich festgestellt, dass dieses Ausgetüftelte von meinem Nachbar Mario Schwarz ist, der auch hier heute gekommen ist. Das hat er ganz prima gemacht. Und ich denke, lieber Mario, das hat auch zum Erfolg beigetragen. Herzlichen Dank euch allen. So, das Leben verändert sich immer, ja, so, auch in einer Dorfgemeinschaft, die Herausforderungen werden andere, und da gibt es ja bei uns eine Besonderheit: wir bräuchten ja dringend in Bälde ein Bürgerhaus, so nenne ich das einmal, aber da bin ich guter Dinge, ein paar wichtige Entscheidungen sind getroffen, nur ich würde dann auch den kleinen Appell
hier anbringen. Wir brauchen das und wir müssen also ein bisschen auch auf das Tempo achten, dass es uns gelingt, hier in Reborn ein Bürgerhaus zustande zu bringen. Und ich würde sagen, hoffentlich gelingt es, es in diesem Jahrzehnt zu realisieren. Alles andere wäre ein bisschen spät. Aber lieber Thomas, ich denke, das müsste funktionieren. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass wir uns das finanziell leisten können. Aber für die Dorfgemeinschaft, für das Vereinsleben ist das ganz wichtig, denn wir wissen nicht, wie lange wir noch einen Saal zur Verfügung haben. Diese zur Verfügungstellung scheint endlich zu sein. Deswegen ist ein Bürgerhaus besonders notwendig und helft alle mit, dass das möglichst bald auch realisiert wird. Schönen Dank. Stelle bei der Begrüßung. Freue mich, dass alle so zahlreich gekommen sind. Ich muss eins feststellen, wenn wir den Altersdurchschnitt errechnen würden unserer bisherigen Matinees, dann haben wir heute das geringste Durchschnittsalter. Und Jungs, ich bin unheimlich stolz auf euch, dass ihr für den Horst Mai hierher gekommen seid. Ich gebe auch zu, der hat es auch verdient, aber trotzdem, ich finde es klasse, dass ihr hierher gekommen seid und ich langweile euch nicht zu viel. Vielen Dank. Dann bedanke ich mich nochmal ganz herzlich für die Einladung. Ich muss ja sagen, bestimmte Dinge, lieber Fritz, kann man ja eigentlich nur in einer protestantischen Gegend so bringen, wie ihr das immer macht hier an Allerheiligen. Und ich muss sagen, ich finde es auch, ich bin ja selber auch so ein eingefleischter Protestant. Ich finde es ganz toll, dass man diesen Feiertag, mit dem man, ja, also viele in unserer Gegend, das ist ja nicht böse gemeint, aber mit dem man als Protestant irgendwie ein bisschen weniger anfangen kann, Allerheiligen, den dazu nutzt, dass eben jeder frei hat, eine solche tolle Veranstaltung anzubieten. Das finde ich wirklich ausgezeichnet. Aus Reborn bekomme ich ja immer alle Informationen. Ich müsste eigentlich gar nicht hierher fahren, aber ich komme gern. Die Informationen vom Lothar Kreff, der ja auch noch bei mir im Büro arbeitet, neben vielen anderen Dingen, die er macht. Und natürlich über den Kontakt zu eurem und ihrem SPD-Ortsverein mit dem Vorsitzenden Fritz Rudolf Körper, der zum Glück das hier so engagiert betreibt. Und ich komme gerne, weil ich finde, dass diese Reborner Idee, Reborner Orchidee aus zwei Gründen eine ausgezeichnete Idee ist. Denn zum einen natürlich geht es darum, dass man verdiente Persönlichkeiten auszeichnet. Und ich glaube, mit dem Horst Mai, nach dem, was ich gelesen habe in der Zeitung, nach dem, was ich an Erkundigungen eingeholt habe, ist das wieder vorzüglich gelungen, jemanden da entsprechend auszuzeichnen. Und zum Zweiten ist diese Reborner Orchidee aber auch deswegen gut, weil man damit ein bisschen was über das Dorf erzählen kann. Ja? Es ist nicht einfach nur ein Preis, der heißt Engagementpreis oder so, sondern es ist die Reborner Orchidee. Und zum Beispiel ich als Auswärtiger hätte das Thema Orchideen nicht mit Reborn so verbunden, wenn es nicht diesen Preis gäbe. Also man hat dann auch etwas, was man über das eigene Dorf vielleicht erzählen kann. Ja, und deswegen finde ich das eine tolle Kombination, Leuten zu danken, die das verdient haben, damit auch zu ermutigen, so engagiert weiterzumachen und gleichzeitig auch etwas über das eigene Dorf zu sagen. Tätigkeit in Vereinen, das ist ja etwas, was Herrn Mai auszeichnet. Ich will jetzt aber da keine weiteren Worte verlieren, denn die Laudatio obliegt ja dann dem Vorsitzenden des Ortsvereins natürlich, sodass ich mich da ganz zurückhalte. Aber wir haben ja in Deutschland 580.000 Vereine. Eine unglaubliche Zahl. Wir haben in Rheinland-Pfalz, von den 580.000 Vereinen sind 90.000 Sportvereine. Rheinland-Pfalz hat ja so ungefähr 5% der Einwohner. Also müssten wir so 4.500 Sportvereine haben in Rheinland-Pfalz. Wir haben aber mehr. Wir haben nicht 4.500, wie es unserem Einwohneranteil entspricht, sondern wir haben 6.200 Sportvereine. Das heißt, in Rheinland-Pfalz organisiert man sich noch stärker als sonst wo in Deutschland in Vereinen. Und das setzt eben auch voraus, dass man Leute hat, die sich dort entsprechend engagieren.
Es ist übrigens so, ich habe die Woche eine Veröffentlichung gelesen von unserem Statistischen Landesamt, dass, also wenn man jetzt hier immer so eine Rundfrage macht, Zahl der Vereine steigt oder fällt? Ruf mal jemand was rein. Steigt. Jeder sagt fällt, stimmt aber nicht. Ist nicht richtig. Die Zahl der Vereine steigt kontinuierlich an. Also offenbar gründen Leute immer mehr Vereine und gleichzeitig haben bestehende Vereine das Problem, Leute zu finden, um ihren Vorstand zu besetzen, um die ganzen ehrenamtlichen Tätigkeiten, Übungsleiter und so weiter besetzen zu können. Also man muss sich mal überlegen, warum eigentlich immer mehr neue Vereine gegründet werden, wo wir doch diese bestehenden Personalprobleme bei den existierenden Vereinen haben. Das ist vielleicht mal ein besonderes Thema, dem sich der SPD-Ortsverein zum Beispiel einmal widmen kann. Insgesamt glaube ich, dass wir in Rheinland-Pfalz ja besonders viele Menschen haben, die sich engagieren. Da gibt es ja so bundesweite Zahlen. Ich weiß nicht, wie man das alles so ernst nehmen kann, aber es entspricht auch meiner Erfahrung, dass fast die Hälfte der Bevölkerung irgendetwas Ehrenamtliches macht. Die sind natürlich nicht alle so engagiert wie der Preisträger des heutigen Tages, aber machen irgendetwas ehrenamtlich, sei es in einem Verein oder auch nur in einem ganz losen Zusammenschluss aufgrund irgendeiner Verabredung und so weiter. Das geht ja auch. Insofern möchte ich heute das auch zum Anlass nehmen, mich mal bei allen zu bedanken, die ehrenamtlich etwas für unsere Gemeinschaft tun und leisten. Danke Ihnen jetzt für die Aufmerksamkeit, die ich nicht weiter strapazieren will und wünsche dieser wunderbaren Veranstaltung, wie ich aus den vergangenen Jahren sagen kann, einen schönen Verlauf und noch einen schönen sonnigen Tag. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Aber kommen wir zur Laudatio. Im vergangenen Jahr, nein, in diesem Jahr hat der SPD-Ortsverein, der Vorstand, einstimmig beschlossen, die Rebonner Orchidee unserem Freund Horst May zu verleihen. Erst im Jahre 1974 nach Reborn gekommen. Er ist Reborner geworden. Und es gibt allerdings nur ganz wenige hier im Raum, die auch von dem etwas wissen, wie er so kleiner Steppke war. Dem Horst sage ich jetzt mal die Verbindung. Der kennt noch die Eleonore Spuler. Ja, ich glaube, außer meiner Mutter kennt diesen Namen sonst niemanden. Jedenfalls, die hat mit euch gemeinsam in einem Haus gewohnt, in Ahlsens. Ja. Und da weiß ich dabei, wie der kleine Steppke Horst war. Ich erzähle nichts weiteres. 1974 ist er Rehbonner geworden und ich glaube, er ist Rehbonner. Er lebt seit 43 Jahren hier in der Rehbonner Dorfgemeinschaft und er hat auch vieles hier gemacht. Und er hat 1978, das muss ich ja hier betonen, erstmals das Trikot des FSV als aktiver Spieler übergestreift. Und meine Art, reden zu halten, ist ja nicht so, dass ich was vorlese. Aber an dieser Stelle lese ich etwas vor, was Lothar wirklich schön aufgeschrieben hat, wie er das öfters tut. Rückblickend ist zu seiner Karriere als aktiver Fußballer festzustellen. In seinen verschiedenen Funktionen als langjähriges aktives Vorstandsmitglied hat er für wesentlich mehr Schlagzeilen gesorgt als aktiver Fußballer im FSV-Trikot. Und Lothar, vorsichtig wie er ist, schreibt dann mir einen Satz darauf in Klammern. Dieser Eindruck kann allerdings auch täuschen, da es in seiner besten Zeit als aktiver Fußballer noch kein Internet gab und auch kein Google noch nicht zur Verfügung stand, sodass uns bei der Recherche zu den fußballerischen Aktivitäten auf dem Platz vielleicht
einige Highlights von Horst May entgangen sind. Schon gut ist es, dass er mit über 50 Jahren gemeinsam mit seinem Sohn Christopher schon auch noch auf dem Fußballplatz gestanden hat. Aber jetzt zu der Laufbahn. Seit 1983 gehört er dem FSV-Vorstand an. Und ich will das vielleicht gerade sagen, 1983 wurde ich auch Vorsitzender des Fußballsportvereins Reborn. Also, lieber Horst, wir haben gemeinsam begonnen und ich glaube auch gemeinsam gut miteinander gearbeitet. Er war damals, glaube ich, stellvertretender Veranstaltungsleiter. Also wir haben da schon erfinderisch gearbeitet, einen ordentlichen, schlagkräftigen Vorstand zusammenzubringen. Also, das war vor 34 Jahren und im Gegensatz zu mir ist er bis zum heutigen Tag, also über 34 Jahre Mitglied des Vorstandes des FSV Reborn, heute in der Funktion als stellvertretender Vorsitzender. Lieber Horst, das ist eine Leistung. Und er ist ein Multifunktionär im Ehrenamt, immer fürs Praktische und ganz Konkrete zuständig, nie ein Mitläufer, nie, der nicht nur einer, der so macht, ja, sondern ein Macher, ein Organisator, immer, ja, das kann ich bestätigen, verlässlich, ja, immer verlässlich, was er sagt, das hat er auch gemacht, ein Antreiber auch im Verein und für den Fußball. Und seine Funktionen waren bis heute unter anderem Veranstaltungsleiter, Betreuer der zweiten Mannschaft, Spielführer, seit 1992 Jugendbetreuer, komme ich noch dazu, Trainer verschiedener Jugendmannschaften von Bambinis bis zur A-Jugend und auch hat er die Leitung unseres Jugendturniers in Reborn, dem Glantal Cup Rudi Ammann Gedächtnisturnier übernommen. Also das hat er alles schon erledigt und wie gesagt, heute stellvertretender Vorsitzender auch im Vorstand des FSV Reborn. Horst hat eine sehr bemerkenswerte Karriere dahingehend, dass auf der einen Seite der Schwerpunkt bei der Betreuung der AHA lag und liegt. 23 Jahre, Horst, AHA, ich hoffe, dass das stimmt, aber auf ein Jahr kommt es da ja nicht an. Ja. Jedenfalls, das macht der AHA alte Herren. Und wer schon mal mit alten Herren was zu tun hatte, die sind häufiger schwieriger wie Jugendliche, ja. Der Geist ist wenig, das Fleisch ist schwach, ja, und so weiter und so fort. Das ist nicht immer ganz einfach, aber das hat er gemacht. Das hat er auch gemeinsam mit Lettweiler gemacht. Da gibt es ja auf der AHA-Ebene auch ein Zusammenwirken. Aber auf der anderen Seite war und ist er dem Jugendbereich verschworen. Ich habe gesagt, er hat von Bambinis bis zur A-Jugend schon Verschiedenstes betreut. Und ich will mal so sagen, lieber Horst, wenn man überlegt, wie wir angefangen haben, im Jugendbereich gab es Zeiten, wo der FSV Reborn die gesamte fußballerische Jugendarbeit in der Verbandsgemeinde für die Verbandsgemeinde Meisenheim erledigt hat. Das können wir heute so nicht mehr in dieser Form, aber alles hat seine Zeit, steht schon in der Bibel und es gibt im Jugendbereich die Spielgemeinschaft mit der SG Diesen Bodenberg im E-, F- und G-Juniorenbereich und mit der SG Meisenheim von A- bis D-Junioren, wobei einige Mannschaften der FSV Reborn und auch somit Horst May federführend ist. Ich will eine Bemerkung zu dem Thema Jugendarbeit im Fußball machen. Ich habe eine Schwierigkeit damit, dass häufig
Jugendarbeit im Fußball ausschließlich nur leistungsorientiert ist. Es ist eine schwierige Gratwanderung, was man heute macht. Das heißt, biete ich Jugendarbeit nur an für diejenigen, wo ich denke, ist das Leistungsvermögen so, dass das was wird? Auf der anderen Seite denke ich, ist es auch schon ein Wert für sich, wenn jemand Fußball in der Gemeinschaft, in der Mannschaft spielt und was man da im Grunde genommen eigentlich auch was erleben darf, die Gemeinschaft, das Miteinander, das Füreinander da zu sein. Und das weiß ich, dass das auch heutzutage eine schwierige Sache ist, denn man sieht, was wir heute eigentlich im Fußballbereich erleben. Ich sage ganz offen, wenn für einen Fußballspieler 222 Millionen Euro gezahlt werden, dann ist das fast ein bisschen krank. Finde ich. Weiß nicht, ob sich dem jemand anschließt, aber im Grunde genommen kann ein Mensch, ein einzelner Mensch, nie so viel wert sein. Und das nimmt Ausmaße an, wo ich sagen muss, müssen wir aufpassen, dass man den Spaß am Fußball nicht genommen bekommt. Wie das heutzutage wirtschaftlich auf Profit ausgerichtet ist, sind das Entwicklungen, wo ich sagen muss, muss man aufpassen, dass vor allen Dingen die Denke nicht den Amateurbereich erfasst, dass beispielsweise Amateurfußball sich ausschließlich an profihaften Methoden orientiert. Das wäre sehr schade. Und ich finde gut, hatte übrigens die Gelegenheit mit dem DFB-Präsidenten vorvorige Woche zu reden, den ich ganz gut kenne, mal über dieses Thema auch zu reden, was das Thema Amateursport anbelangt. Deswegen ist es auch gut, dass der DFB Initiativen ergreift, den Amateurfußballsport zu stützen. Jetzt haben sie ein neues Programm aufgelegt. Und wie das funktionieren kann, kann man auch an dem Beispiel des FSV Ribold sehen. Wir haben ja bisher zwei Spieler aus unserer Jugendarbeit hervorgebracht, die im Profibereich gelandet sind. Und man muss wissen, dass wir beispielsweise für den Fabian Schönheim, wie der seinen ersten Profivertrag gekriegt hat, ein schönes Sümmchen bekommen haben. Das hat uns gut getan. Aber das war die Anerkenntnis, dass der 4 Jahre Jugendfußball in unserer Vereinsgemeinschaft gespielt hat. Und das, denke ich, ist einfach auch gut, dass, ich sage einmal, auch hier auf unserer Ebene Jugendfußball noch stattfindet. Und das könnte ja alles nicht sein, wenn es nicht solche Leute gäbe, wie den Horst May, der sich für diesen Jugendfußball, denn das ist die Zukunft des Fußballs, so engagiert. Und lieber Horst, dafür ein ganz spezielles herzliches Dankeschön. Wurde Horst May für seine Verdienste um den Fußballsport mit der silbernen Ehrennadel des Südwestdeutschen Fußballverbandes ausgezeichnet. Lieber Horst, das ist gut so. Ehre, wem Ehre gebührt. Und wenn man ihn fragt, warum er sich schon so lange engagiert, lautet seine einfache Antwort: Ich bin halt ein Fußballverrückter. Und lieber Horst, bleibt das auch so, das tut uns allen gut und macht das auch weiterhin so engagiert, wie wir das von dir gewöhnt sind, auch mit deinem notwendigen Temperament, was du hier und da an den Tag legen kannst. Lieber Horst, du merkst, dass wir das heute so erleben dürfen, dass wir die Entscheidung getroffen haben, dir die Rebonner Orchidee zu verleihen, ist einfach die Anerkennung deiner großartigen Leistung. Aber du bist ja ein Mann fast mitten im Leben, mitten in deiner Schaffenskraft. Ja? Und mach weiter so. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Wir sind natürlich kein reicher Verein.
Wir haben, kommst du mal zu. Wir haben diese Ehrung. Das haben wir natürlich voll, gell? Seit wann haben wir die Beleuchtung? Seit sechs Jahren. Ja. Schon immer? Nein. Ja, das erste war ohne Beleuchtung, die folgenden waren mit, aber das nächste Mal ist es nur für die Steckdose. Ah, so. Also, wir werden auch innovativer, Horst, das merkst du, das heißt. Also, dieser Ehrenplatz kann natürlich, Martina, bei euch wunderbar in die Vitrine kommen. Ja. Und das kann beleuchtet werden, das sieht also super gut aus. Ich darf dir den Ehrenpreis 2017 Rehbonner Orchidee überreichen, geht in diesem Jahr an Herrn Horst May, Vorstandsmitglied des FSV Rehbonn. Dank und Anerkennung für das ehrenamtliche Wirken zum Wohle unserer Gemeinde, gestiftet vom SPD-Ortsverein, gezeichnet Fritz Rudolf Körper, erster Vorsitzender, zweiter Vorsitzender Thomas Link. Lieber Horst, es ist mir eine große Freude, dir das überreichen zu dürfen. Das war dein Applaus. Und wir Männer sind nur so gut, wie es unsere Frauen zulassen. Denn man muss eins wissen, das habe ich bisher nicht erwähnt, weil ich mir das jetzt für den Schluss aufheben wollte. Horst ist ja viel organisatorisch unterwegs. Da wird organisiert, wird eingekauft, da wird gekocht, gemacht, etc. pp. Und ich gebe zu, da hat er immer eine richtig gute Unterstützung. Und deswegen haben wir uns gedacht, das nicht unerwähnt zu lassen. Erstens mit dem Dank und den Bemerkungen. Liebe Martina, das ist nämlich Martina, die liebe Frau von Horst. Und liebe Martina, ich weiß, dass das nur ein kleines Zeichen sein kann. Nämlich, dass wir für diese begleitende, aber auch geleistete Arbeit von dir ganz herzlich Dankeschön sagen mit der Überreichung eines Blumenstraußes. Und ich finde das großartig, was ihr gemeinsam auch gemacht habt und ich hoffe, noch machen könnt für die Rehbonner Gemeinschaft. In diesem Sinne, liebe Martina, hat jetzt das Wort. Dankeschön. Ja, Dr. Hals hat gerade gefragt, warum. Ich lade Sie herzlich ein am 1. Mai in Darmbewiesen mal am Turnier teilzunehmen. Am nächsten Jahr 25 Jahre. Gut, sehr gut. Vielleicht als Schirmherr. Wenn ich Sie da begrüßen. Dann möchte ich mich bedanken bei natürlich allen, die in den 34 Jahren mitgeholfen haben, dass ich überhaupt am bleiben durfte und bei meiner Familie, weil ohne die geht das nicht. Ist halt im Heimischbecken, ja, das ist die Meißenheim, im Umfeld ist es so. Wir haben natürlich auch im Moment die Mittel und haben den Erfolg, den ich Ihnen auch gerne, weil es sind ja in unserem Jugendbereich, wie ich bereits gesagt habe, sind wir ja Mitglied in der JSG.
Wir haben eine B-Jugend selbstständig und eine C-Jugend selbstständig. Die D-Jugend ist federführend in Bad Sobernheim und bei den Kleinen ist mit der Meisenheim federführend, aber wir müssen hier im Heifischbeck in Meisenheim halt überleben. Dazu zählt jeder von den Jungs, die da stehen. Und wie lange es noch geht, weiß ich nicht, weil Kinder, die Jahrgänge werden immer schwieriger, das Angebot wird immer größer und ja, wir müssen kämpfen um jeden Jugendspieler, weil gerade der FSV oder auch Unterheim und oder die SG, diese Bodenberg, brauchen nicht nur gestandene Spieler, wir brauchen auch Spieler für die Reservemannschaft. Oder aber eine Bitte hätte ich, wenn jemand Interesse hat, Jugendtrainer kann ich immer gebrauchen. Laufen uns keine nach. Und jeder, wo kommt, ist herzlich willkommen. Ich möchte mich bedanken für die Ehrung beim Ortsverein SPD Rehborn für die tolle Organisation und sage Dankeschön. Programm Schlusswort. Ich bedanke mich, dass ihr alle gekommen seid. Es ist aber noch nicht zu Ende. Es hat gezeigt, dass es immer wichtig ist, dass man miteinander redet und nicht übereinander. Und eine solche Veranstaltung gibt auch die Möglichkeit, miteinander zu reden. Das solltet ihr, das sollten Sie noch ein bisschen pflegen. Es steht nicht nur auf der Tagesordnung Imbiss drauf, es gibt auch einen Imbiss also und auch was zu trinken. Es gibt jetzt noch 2 Liedbeiträge und dann kann das Buffet eröffnet werden, wie auch immer man das nennt. Vielen Dank. Ich hoffe, es gefällt euch ein bisschen und jetzt feuerfrei 2 Liedbeiträge. Vielen Dank für die 4 Leute. So, ich bin auch noch 2 Stimmen. Vielen Dank auch nochmal sehr herzlich für die Einladung, dass wir das erste Mal gespielt haben. Reborn! Genau. Ja, also wir haben gerade Das ist ganz wichtig.